Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Fallout 2. Und ich bin gerade immer noch von Bunker 15 auf dem Weg zurück zur Neukalifornischen Republik. Denn wir haben erfahren, dass die Khans... Okay, ich habe Waffen dabei. Das sehen die da drin ja nicht so gern. Oh, das ruckelt mal wieder. Jetzt hat's aufgehört. Lass uns mal sprechen. Über deine Ausrüstung reden. Leg deine Waffe mal weg. Das möchte ich dich bitte auch bitten. Leg deine Waffe weg. Und Ausrüstung reden. Leg deine Waffe weg. Das wäre es erstmal. Ich mache das natürlich auch. Ich leg die Waffen ab. Und dann geht es zu Tandy. Schauen wir mal, was die zu der ganzen Geschichte zu sagen hat. Und ob die NKR eventuell bereit wäre, mitzuhelfen bei der Befreiung von Bunker 15. Oder ob sie mit den Teilen schon mal erstmal zufrieden sind. Dann hätten wir das soweit ja auch erstmal abgeschlossen. Okay, du bist noch offen. Wieder zurück, Fremder. Hast du deinen Auftrag erledigt? Haben wir jetzt Zugang zum Bunker? Ich war dort und habe Teile die Teile, die du brauchst. Ich habe immer daran geglaubt, dass gute Arbeit auch guten Lohn verdient. Mein Sekretär wird die Sache regeln. Danke. Aber ich hätte noch ein paar Fragen an dich. Wieder zurück, Fremder. Hast du deinen Auftrag erledigt? Haben wir jetzt Zugang zum Bunker? Nein, noch nicht. Blitz und Donner, dann hör auf. Ja, ist ja gut. Das ging aber schnell. Wie sieht's aus? Ich will die Bezahlung abholen. Wir wollen mal sehen. Im Vertrag steht $500. Hier, bitteschön. Kann ich dich noch was fragen? Oh, du bist es. Hör zu, jetzt ist es gerade ungünstiger Zeitpunkt. Um ehrlich zu sein, die Präsidentin würde es in Zukunft bevorziehen, auf deine Mitwirkung zu verzichten. Danke, adieu. Was? Willkommen im Kongressgebäude. Was kann ich für dich tun? Ja, ich gehe dann. Wieso verzichten? Was? Ich will mich mal ganz unmissverständlich ausdrücken. Die Präsidentin wünscht keine Unterredungen mehr mit dir. Jetzt nicht und auch nicht in Zukunft. Du hast dein Geld bekommen und jetzt geh. War das ein Fehler, dass ich es ein zweites Mal angesprochen habe? Okay. Das heißt, wir sind wohl doch auf uns allein gestellt. Okay, kleine Waffen mal auf Level 100. Und dann... noch ein bisschen was im Naturbursche. Ach, und die restlichen Punkte setze ich auch mal in kleine Waffen. Und einen Punkt noch in Wissenschaft. Okay. Okay, aber das war schon echt merkwürdig. Aber ich habe jetzt gerade eben auch nicht unbedingt nochmal Lust, runter in Bunker 15 zu gehen, weil ich einfach nicht wirklich gut genug dafür bin. Deswegen schaue ich hier nochmal nach Arbeit, dass wir eventuell nach Reddick gehen, oder wie das Ganze hieß. Ich suche nach Arbeit. Ich suche ein paar Wachen, falls du interessiert bist. Weil oben bei den Sklavenhändlern wird es, glaube ich, genauso ausschauen. Also erstmal nicht schlecht. Klingt, als wärst du brauchbar. Wir suchen Wachleute für einen Brahmin-Trieb nach Reading.
Es gibt 2000 Dollar Lohn. Verluste und Inventar bis zur Ankunft gehen davon ab. Wenn du interessiert bist, dann komm morgen ans Tor von Westons Ranch. Wenn du nicht aufkreuzt, wird's nicht mit dem Job klar. Okay, klingt gut. Hast du noch irgendwas Interessantes zu handeln? Vielleicht eine Metallrüstung Mark II. Das hört sich doch mal gut an. Leider habe ich jetzt gerade den ganzen anderen Blödsinn. 5mm Munition brauche ich auch nicht mehr. Ich habe gerade die ganzen anderen Späße Sulik gegeben. Okay, also nochmal zurück. Alles zurück. Das auch zurück. Lass mich nochmal kurz mit meinem guten Freund Sulik sprechen. Lass du wollen. Wir müssen mal kurz tauschen. Und zwar bekommst du mal... Du bekommst jetzt erstmal die ganzen Bücher hier, weil die doch auch ein bisschen Gewicht haben. Und ich möchte von dir das Teil und das Teil. Die Bücher hole ich mir dann gleich wieder. So, ich möchte kaufen. Und zwar bitte diese Rüstung. Dann noch ein paar Stimpaks dazu. Ja, da haben wir immer noch ein bisschen was offen. Was hast du denn, was mich interessieren könnte? Ein super Stimpak. Das heißt, ich bräuchte noch 234. Die dürfte ich doch auch noch auf der hohen Kante haben. 234. Bieten. Das ist ein guter Tausch. Find ich auch. So, dann schauen wir uns mal die Rüstung Mark II an. Ja, ich glaube, ich steige auf diese Rüstung um. Die hat zwar Rüstungsart ein paar Punkte weniger, aber von den Resistenzen ist sie deutlich besser. So, dann Vic. Wir müssen mal über deine Ausrüstung reden. Leg bitte deine Rüstung ab, dann möchte ich mit dir tauschen. Dann bekomme ich nämlich von dir die Lederrüstung. Du bekommst die Lederrüstung Mark II. Dann Kampfkontrolle. Legst du mal bitte deine Lederrüstung Mark II an. Sehr schön. Das wäre es erstmal. Und dann kann ich noch mit Lenny reden. Wir müssen über deine Ausrüstung liegen. Deine Rüstung ablegen bitte. Dann krieg ich deine Lederjacke, du kriegst eine Lederrüstung. So, dann sind wir doch schon mal deutlich besser gerüstet im Team. Kampfkontrolle, dann ziehst du bitte die Lederrüstung an. Sehr schön. Dann Sulik. Dann hätte ich gern die Bücher zurück. Tauschen. Okay. Wie spät haben wir es denn? 16.30 Uhr. Alles klar, dann kann ich ja anfangen, mal ein paar Bücher zu lesen. Pip-Boy, 22 Uhr. Das ist gut. Weiter lesen. Wie spät haben wir es jetzt? Immer noch 22 Uhr? Okay.
1.30 Uhr, dann kann ich das letzte Buch hier auch noch lesen. Und dann warten wir mal noch mal 2 Stunden. Arbeit, komm morgen ans Tor. Okay, das heißt, ich muss wahrscheinlich noch mal weiter warten. Pip-Boy bis 8 Uhr. Dann bist du sicher der Typ. Bist du wegen dem Viehtrieb hier? Ja. Spitze, dann lass mal los. Jungs und ab die Post nach Reading. Okay. Du begegnest Bauern, die sich gegen Plünderer verteidigen. Banditen. Banditen. Ich habe natürlich keine Waffe dabei, weil ich die ja ablegen musste. Dann kann ich die schon mal ausrüsten. Nachladen. Und ein Stück Abstand nehmen. Da fangen sie einfach an, kleine Kinder zu verprügeln. Ich glaub's ja nicht. So. Das halte ich davon. Das Kind prügelt zurück. Vic schießt auf Sulik. Das Kind ist tot. Ganz toll. Sulik heilt sich erstmal und dann geht die große Prügelei los. Diesen Banditen, der darf auch mal bitte gehen. Und oh, für die Zeit kann ich nachladen. Ich hoffe mal, unsere Karawanenbegleiter werden uns nicht weiter abmurksen, wenn sie da mit Sperrfeuer weiter drin rumholzen. Die scheinen ganz gut mit ihren Waffen umgehen zu können. Das ist doch schon mal schön. Das sind alles Banditen. Dann hier auch noch mal einmal auf den Kopf. Und ich gehe trotzdem mal ein bisschen aus der Feuerbahn raus. Und hör auf! Warum? Vic, was hast du gegen Sulik? Warum schießt du auf Sulik? Das finde ich nicht gut. Naja, zumindest haben die Bauern nur ihr Kind verloren. Was zwar auch nicht schön ist. Aber immerhin nur das Kind. Der ist ganz schön hartnäckig dafür, dass er am Boden liegt. Okay, wurde getötet. Kann ich den Kampf beenden? Ja. Was habt ihr zu sprechen? Behalt deine Hände dort, wo ich sie sehen kann. Wir wurden in der letzten Zeit öfter von Banditen heimgesucht und du könntest auch einer sein. Was willst du? Vorräte eintauschen?
Das ist ja nicht, wohl nichts Schlimmes. Hier ist, was ich anzubieten habe. Hallo, wir haben euch gerade vor Banditen gerettet. Aber okay. Das Kind hatte nichts dabei. Das nehme ich gerne mit. Irgendwelche Speere und Waffen und sowas. Ah. Können da bleiben, wo sie sind. Messer. Pff. Nochmal eine P90. Erstmal entladen. Das Ding kann ich noch so mitnehmen. So, Lick. Wir müssen nochmal tauschen. Ich habe viel Gerümpel dabei, das ich nicht brauche. Ich habe... Schade, dass ich echt so viel Mist dabei habe. Da, den Hammer nimmst du am besten auch mal. Die Munition hier brauche ich gerade auch nicht. Genauso wie das Bild. So, tauschen und sprechen. Ich mag hier lieber noch ein bisschen Zeug mitnehmen, was hier so am Boden rumliegt. Wäre ja schade, wenn das einfach in der Ödnis vergammeln würde. Ja, gut. Aber jetzt hat wieder so interessanten Loot genommen, gekriegt. Wenn da noch irgendwas Interessantes rumliegen sollte, ist es halt so. Und wir haben wieder was Gutes getan. So. Dann schauen wir mal, ob und wann wir nach Reading kommen. Oh, und wir sind da. Und es hakelt mal wieder ein bisschen. Ja, fängst du dich mal wieder ein Spiel, bitte? Fände ich gut. Wo ist denn der Viehtrieb? Achso, da unten ist Karawanen-Office. Ich glaube, da muss ich als erstes mal hin. Och, Spiel, warum hast du manchmal solche Frame-Drops? Das ist doch nicht schön. Ich habe ehrlich gesagt auch überhaupt keine Ahnung, wo Reading überhaupt ist. Aber es hat sich an sich eigentlich relativ interessant angehört. Und vor allem noch mal ein bisschen mehr Geld machen. Jetzt ist auch... Wir hatten keine wirklichen... Ah, okay. Das Spiel hat sich, glaube ich, wieder. Erstmal Waffe weg. Sehen die Leute unter Umständen nicht so gern. Wie geht's? Wie steht's? Ja, das schaut nach dem Karawanen-Office aus. Hallo, ich bin James Hoffey, aber die meisten Leute nennen mich Jimmy. Ich organisiere hier die Karawanen. Wohin? Zeit, irgendwelche Neuigkeiten? Was? Wie schaut's mit dem Geld aus für die Karawane? Ist da jemand, mit dem ich sprechen kann? Bevor ich hier jetzt halt erstmal weiterfrage, mich weiter erkundige, würde ich gerne meine Karawanen-Job abgeben. Ach, das da unten. Das ist der Typ da unten. Warum bin ich hier oben beim Friedhof gespawnt? Ah. Alle Wetter, das war saubere Arbeit. Dafür gibt's nochmal $1000 extra. Das sind $2000 Bezahlung.
Da war es in Reading ganz schön. Da wird es in Reading ganz schön heute abgeben, heute Nacht. Hua hua. Habe ich jetzt 3000 Deckel gekriegt für den lausigen Job? Ja, schaut so aus. Nicht schlecht. Gut, dann, wir hatten ja schon mal kurz mit Jimmy geredet. Ich würde mal sagen, da machen wir in der nächsten Folge einfach mal weiter. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet und sag einfach bis dahin und ciao.